Ich begrüße Sie herzlich. Danke, Hans Baden, dass du diese Initiative doch über die Jahre durchgebracht hast. Und ich habe heute sehr viel gelernt. Gelernt von Frau Obama, dass man mit dem Menschen was entwickeln kann und nicht für die Menschen. Hab auch von Herrn Campbell gelernt, was heißt Interesse, was ist das Bewusstsein, das, wovon die Menschen sprechen, wenn sie über die Liebe sprechen. Und Herr Laszlo natürlich, der jetzt gezeigt hat, wie viele Probleme wir in der Welt heute begegnen. Ja. Liebe Damen und Herren, diese Probleme sind alle miteinander sehr verbunden. Intensiv miteinander in einer Interaktion. Sie sind systemische Probleme. Man kann sie nicht einzeln betrachten. Sie sind zusammenhängend. Man kann nicht eine voneinander isoliert betrachten. Man kann sie nur ganzheitlich anschauen. Und dann kommt jetzt Mr. Campbell und sagt, das Bewusstsein kann nicht das Ganzheitliche erfassen, das normale Bewusstsein. Es braucht ein höheres Bewusstsein, um die Dinge ganzheitlich anzuschauen. Das ist das Problem. Wenn wir sprechen über Wirtschaft, über Rechtssphäre, also über die Gerechtigkeit, die soziale Gerechtigkeit. Wenn wir sprechen über Bildung, Kultur, diese wunderbaren Kinder, die wir vorbereiten für eine bessere Zukunft, wo eigentlich wir die Wahrheit noch sehen und lernen, kennenlernen wollen. Und wollen wir auch über das vierte Bereich, wovon heute genügend Herr Laszlo gesprochen hat, nämlich über die Ökologie, über die Erde, über die Natur sprechen, dann sind das miteinander alle verbundene vier Elemente im Leben. Man kann heute nicht wirtschaftlich nachhaltige Wirtschaft machen, ohne die anderen drei Aspekte im Leben zu berücksichtigen. Nachhaltiges Wirtschaften, wovon ich Ihnen heute spreche, erfordert dieses Bewusstsein. Aber wie entwickelt man Bewusstsein? Wie kann das Bewusstsein sich so ausdehnen, dass man in dem Einzelnen Sachen, die man macht, das Ganze sieht. Ein ewiges Problem. Fichte hatte schon Probleme damit, wenn er zu den Menschen gesprochen hat. Wie können die Zuhörer, wie können die Akademiker ihn verstehen, wenn er über das Ganzheitliche spricht? Problem des Bewusstseins. Bewusstseinsentwicklung heißt eigentlich, man muss mit den Menschen arbeiten, üben. Man muss Bildungsinitiativen auf jeden Fall starten. Man muss die Natur und die Weisheit in der Natur bewusst sehen. Die zwei Tendenzen, die in der Natur immer in einer Balance sind, erkennen, nämlich dieses sich selbst behaupten und auf der anderen Seite integrieren, die Integration. Da ich sehe jetzt, die Zeit ist fortgeschritten, hatte ich gebeten, nicht lange jetzt Vorträge zu halten, sondern Ihnen ein Beispiel zu zeigen. Da kamen vor 3 Jahren junge Leute aus
Venezuela nach Sechem, Sechem besuchen und haben sie einen Film gemacht. War 90 Minuten lang. Das will ich Ihnen heute nicht als 90 Minuten zeigen, sondern als 10 Minuten. Was haben wir gemeinsam gemacht? Wie könnten wir das Ganzheitliche und das Ganze in den einzelnen Aspekten tun? Und darf ich jetzt vielleicht doch bitten, diesen Film zu zeigen? Geführt von der Vision, nachhaltige Entwicklung für Mensch, Gesellschaft und Erde zu fördern, beginnt Dr. Ibrahim Aboulaish in der Wüste trockenen, heißen Sandboden zu kultivieren. Getragen von der Idee, neue Impulse zu setzen in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und sozialem Leben, gründet er ein nachhaltiges Entwicklungsmodell für Ägypten. Er nennt seine Initiative Sekem, eine altägyptische Hieroglyphe für Lebenskraft. From the very beginning. Von Anfang an wollten wir in Sekem immer ein Beispiel für nachhaltige Entwicklung sein, wo biologisch-dynamische Landwirtschaft, die Verarbeitung von biologisch-dynamischen Produkten, ganzheitliche Bildung und Erziehung und kulturelle und soziale Entwicklung zusammenkommen. Immer wollten wir ein Modell sein für wirkliche ganzheitliche Entwicklung. Die Initiative begann damit und arbeitet stetig an der Verwandlung von Wüste in fruchtbare Erde. Durch die Anwendung der biologisch-dynamischen Methode in der Landwirtschaft bildet und erhält sich ein gesunder Humus und die Artenvielfalt in der Natur. Nachhaltige Wasserwirtschaft, Schutz und Verbesserung der Artenvielfalt, Fruchtfolge und biologische Schädlingsbekämpfung sichert gesunde Ernte in bester Qualität. Moderne Landwirtschaft, die Basis für den erfolgreichen Anbau. Sekems eigene Farmen und die Partnerfarmen bauen an nach den Prinzipien der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise, basierend auf dem gesunden Ökosystem als Basis für Produktivität. Besonders wichtig ist der kontinuierliche Aufbau der Bodenfruchtbarkeit durch nährstoffreichen Kompost, hergestellt aus pflanzlichen Abfällen und Dung von Tieren. Regelmäßige Laborkontrollen des Komposts und des Bodens garantieren eine schadstofffreie Landwirtschaft. Gesunde organische Samen und Setzlinge werden in Sekem hergestellt und garantieren die Qualität einer reichhaltigen Ernte, gegen Bodenerkrankungen haben und eine bessere Anpassung an extreme Klimabedingungen zeigen. Neue innovative Methoden wurden entwickelt in der Züchtung von Nützlingen, natürlicher Insektenkontrolle oder in der Anwendung von effektiven Mikroorganismen in der Abwasseraufbereitung. Sekems Entwicklung der biodynamischen Anbaumethode für Baumwolle im Jahre 1992 ist eine Revolution für Ägypten. Methode überzeugt. Seither verzichtet die Regierung auf das Ausbringen der 35.000 Tonnen Pestizide pro Jahr, mit denen sie die Baumwollplantagen aus der Luft behandelt hatte. Heute sind über 850 Partnerfarmen in ganz Ägypten Mitglieder der Egyptian Biodynamic Association. Die EBDA steht Landwirten mit Rat und Tat zur Seite, treibt Weiterentwicklung der biologisch-dynamischen Landwirtschaft wissenschaftlich voran. In den letzten Jahren wurden neue Wüstengebiete erworben und durch die biologisch-dynamische Anbauweise kultiviert. In Ägypten wie auch weltweit sind Bodenfruchtbarkeit und nachhaltige Wirtschaftsweise entscheidend für die Zukunft der Lebensmittelverfügbarkeit. Heute hat Sekem eine Unternehmensgruppe mit erfolgreichen Firmen, die Lebensmittel, Gewürze, Tees und Textilien aus organischer Baumwolle herstellen, verarbeiten und exportieren. Aus heilenden Pflanzen wird Medizin entwickelt und international vermarktet. Wirtschaft der Liebe meint, dass jeder in Wertschöpfungsstrom einen fairen Teil des Mehrwerts bekommt.
Genug, um sich selbst, seine Familie und seine Gemeinschaft weiterzuentwickeln. Heute nennt man Wirtschaft der Liebe Fairtrade. Alle Fairtrade-Produkte garantieren dem Käufer, dass alle Partner im Wertschöpfungsstrom einen gerechten Teil des Profits bekommen haben. Die Firma Lotus reinigt und verarbeitet organische Kräuter und Gewürze. Die Firma Artus produziert Heilmittel aus natürlichen Rohstoffen nach wissenschaftlichen Methoden und Standards. Zur Herstellung werden biologische Rohstoffe verwendet, die internationale Qualitätsanforderungen erfüllen. Naturheilmittel helfen dem Körper, die gesunden Funktionen zu aktivieren, ohne ihn mit Nebenwirkungen zu belasten. Frisches Gemüse und Früchte, Säfte und Kräutertees sowie ein reichhaltiges Angebot von verarbeiteten Lebensmitteln ermöglichen einen gesunden Lebensstil für einen wachsenden Kundenkreis in Ägypten und im Ausland. Die Ladenkette Organic and More verkauft Produkte der Seekem-Firmengruppe sowie eine Auswahl von biologischen Produkten. Biologisch gewachsene Baumwolle wird nach der Ernte durch sorgfältige und umweltverträgliche Behandlung zu zarten und atmungsaktiven Stoffen verarbeitet. Die Firma Naturetex stellt Kleidung, Kinder- und Babybekleidung und Heimtextilien her, die unter verschiedenen Labels lokal und international geführt werden. Die Seekem-Firmengruppe kooperiert mit Partnerunternehmen für biologische Produkte und fairen Handel weltweit. Gemeinsam gründeten sie die International Association of Partnership. Gleichheit untereinander und die Ganzheit der gemeinsamen Mission. Soziale Institutionen, die Rechte sichern und Pflichten einfordern. Organisationen, die Regeln setzen, um Gleichheit zu garantieren. Alle und rechtliche Strukturen, in denen der Einzelne fähig wird, seine eigene Würde zu erkennen und sich selbst zu helfen. Wirtschaftliches Wachstum und die Förderung moderner Kulturimpulse gehen bei Seekem Hand in Hand. Gewinne aus fairem Wirtschaften werden investiert, um kulturelle Entwicklung und soziale Einrichtungen zu finanzieren. Seekem Development Foundation ist der gemeinnützige Träger der sozialen Einrichtungen für Erziehung, Ausbildung, Gesundheit und Forschung. Durch kontinuierliche professionelle Weiterbildung und die Teilnahme an Kursen in künstlerischen Fächern haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Sie übt sich im Seekem-Kindergarten im freien, kreativen Spiel. Die Seekem-Schule fördert ihre Lern- und Arbeitskompetenz, die später im Gymnasium und in der Seekem-Berufsschule weiter ausgebaut wird. Die ganzheitliche Entwicklungsarbeit von Seekem beinhaltet auch die Betreuung von seelenbedürftigen Kindern und Erwachsenen. Sie werden in den Farmbetrieb integriert und entsprechend ihren Fähigkeiten gefördert.
Kamillekinder sind jene Kinder, die bedingt durch ihre soziale Lage keine Schule besuchen können. Sie nehmen an einem besonderen Programm teil, das ihnen eine schulische Grundausbildung ermöglicht, die sie zu einem Schulabschluss und in eine Berufsausbildung führt. Ökologisch nachhaltiges Gemeinwesen braucht eine gesunde Umwelt und gesunde Menschen. Heute versorgt das Seekamp Medical Center die Mitarbeiter sowie jährlich rund 40.000 Menschen in der Umgebung von Seekamp medizinisch. Fachärzte arbeiten mit modernster Diagnosetechnik und Therapie und wenden auch Naturheilmittel an. In Kooperation mit lokalen und internationalen Partnerorganisationen wird in der Heliopolis Akademie für nachhaltige Entwicklung in den Gebieten Kunst, Medizin, Pharmazie, biologisch-dynamische Landwirtschaft, Wirtschaft, Sozialwissenschaft und Technologie geforscht. Seekamp-Freunde haben in Deutschland, Österreich, Holland, Skandinavien und in der Schweiz die Vereine sehen ihre Aufgabe darin, die Seekamp-Idee als vorbildliches Beispiel für ein gemeinsames, friedliches Miteinander verschiedener Kulturen in Europa zu vertreten. 2003 erhält Dr. Abulaish den alternativen Nobelpreis für sein vorbildliches Unternehmensmodell für das 21. Jahrhundert. 2004 wird er von der Schwab-Stiftung, der Partnerorganisation des Weltwirtschaftsforums in Davos, als Social Entrepreneur ausgezeichnet. Die Medizinische Universität Graz verleiht ihm die Ehrendoktorwürde und von allen Universitäten in Ägypten erhält er zahlreiche Ehrungen. Ich bin aller dankbar, dass ich Seekamp realisieren konnte. Sehr dankbar bin ich den Kollegen und Freunden, die mich begleitet haben. Meine Hoffnung ist, dass junge Menschen sich so entwickeln in der Heliopolis Universität, dass sie in der Zukunft Aktivisten werden und die nachhaltige Entwicklung tragen und somit die Welt verändern. Wir in Seekamp wollen der ganzen Welt beweisen, dass wir durch unsere Arbeit an allen Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung und durch unsere Investitionen in die Bildung unserer Mitarbeiter konkurrenzfähig sind. Konkurrenzfähig mit den besten Firmen in der ganzen Welt. Seekamp ist daher ein Modell für nachhaltige Entwicklung in Ägypten, der Region und der ganzen Welt.